Die Inkasso-Spezialisten Gabriele Lienhardt und ihr Sohn Maximilian müssen zu einem Schuldner, der gerade eine Haftstrafe wegen Körperverletzung abgesessen hat. Es lag irgendeine Gewalttat wahrscheinlich zugrunde. Und man geht natürlich schon mit gemischten Gefühlen ran. Aber es ist ganz normal, wie jeder Schauspieler Lampenfieber hat. So gingen wir in solchen Fällen natürlich auch ein bisschen vorsichtig ran an die Sache. Es geht um Schmerzensgeld. So, da kommt jemand. Kommt jemand, oder was? Mhm. Das hat der Täter noch nicht an sein Opfer gezahlt. Grüß Gott. Hallo. Lienhardt, mein Name. ML International Inkasso. Und wir sind beauftragt worden von Herrn. Es geht um die Schadensersatzforderung. Was geht mich das so an? Das war damals ein Rechtsstreit gegen Sie, wissen Sie noch, mit der Körperverletzung. Mit der Körperverletzung? Da sind jetzt so über 3000 Euro, der Herr. Es gibt so viele Leute halt. Da sind über 3000 Euro jetzt offen. Und was wollt ihr jetzt von mir? Ja, wir wollen die Forderung. Ja, irgendwie eine Einigung jetzt finden, ja. Und zahl du es doch. Dass man da aggressiv angegangen wird, wenn man irgendwie die Inkasso-Geldeintreiber vor der Tür hat, ist normal. Ich wäre auch nicht begeistert, sage ich mal. Aber das geht eigentlich da rein und da raus und dann denke ich mir da nichts dabei. Können wir mal reinkommen, dass wir mal sprechen über die Sache? Wieso denn jetzt heute? Wir sind wirklich nur für eine Einigung dabei. Es gibt einen Bescheid schon, Vollstreckungsbescheid. Sie wollen ja auch nicht, dass wir irgendwas finden hier oder was mitnehmen müssen bei Ihnen. Dann muss ich einen Gerichtsvollzieher beauftragen, Kontopfändung machen. Der Schuldner war über unseren Besuch überhaupt nicht begeistert, hätte uns am liebsten wieder rausgeschmissen. Ne? Aber wir lassen uns da nicht so leicht abwimmeln. Immerhin, der Mann ist zu einem Gespräch bereit. Also 3000 Euro sind offen. Aus einer Körperverletzung. Da gab es ja schon ein Urteil, Sie wurden verurteilt. Jetzt ist natürlich noch das Schmerzensgeld offen. 3000 Euro. Ja, hat sie auch verdient. Ja, aber das kann man leider hier nicht so sagen. Ne? Die Forderung ist berechtigt. Wir können sonst genauso auch vollstrecken. Wir müssen einfach den Betrag einklagen. Ja, können wir da nicht ein bisschen was machen, dass ich euch 500 Euro gebe und dann hat sie die Sache geklärt und so, weißt du? Das können wir hier wirklich nicht machen. Wir sind bei 3000 Euro. Das ist wirklich. Ihr könnt sagen, ihr findet hier nichts oder so. Ne? Und fertig. Macht doch mal Auge zu hier. Das können wir leider nicht machen. Wir sind das darf sich schnell rumsprechen. Dann das bleibt unter uns. Zu uns kommen. Nee, wir haben ja den Titel. Wir müssen jetzt halt irgendwo, wie gesagt, weiß ich nicht, haben Sie denn alles da? 3000, wir werden schon 3000 Euro in der Tasche. Niemand. Wir müssen irgendwas zumindest, dann gehen wir. Irgendwas müssen sie uns schon sie irgendwie auf zweimal vielleicht oder ich meine, dass sie den Betrag halt anzahlen wenigstens und dann den Rest halt dann nächste Woche bringen oder wenn schaut wie schnell können auf, sie es dann auftreiben. Dann wenn sie ganz vermögenslos werden hier, also. Das sieht der verurteilte Schläger anders. Er versucht's mit einer Mitleidsmasche. Ich hab Frau, Kinder, weißt schon, na, da muss ich auch arbeiten den ganzen Tag, weißt schon. Ich schuf da 12 Stunden am Tag. Von Arsch. Und jetzt muss immer so ein scheiß Penner da irgendwie die 3000 Euro leihen. Jetzt kommen wir halt wenigstens noch, wenn wir vollstrecken würden, dann würde es nicht bei 3000 Euro bleiben. Es sind dann schnell mal 4000 Euro. Und dann, wenn sie sich dann immer noch nicht einkriegen, dann ist das, muss man nachschauen, weil da kümmert sich durchaus auch die Staatsanwaltschaft sonst tun. Ja, lass mal die Bullen und alles aus dem Spiel hier, das brauchen wir gar nicht. Also, noch mehr Stress brauche ich echt nicht. Jetzt bin ich vorbestraft in den Pisskopf da und jetzt hat auf einmal. Deswegen sind wir hier jetzt halt. Dabei war doch alles nur ein Missverständnis. Der Penner hat mich angerempelt und ich habe mal einfach umgehauen. Mein Gott, ja, und hat einen Kieferbruch gehabt. Wen interessiert's? Wäre auf der anderen Straßenseite verfickt nochmal gegangen, wäre es ja kein Problem gewesen. Wir aus Inkasso-Unternehmen treiben hier die zivilrechtliche Forderung bei, also den Schmerzensgeldbetrag. Was da für eine Tat zugrunde liegt, das ist eine strafrechtliche Verurteilung. Die der Mann schon hinter sich hat. So langsam sieht er ein, dass er mit den Inkasso-Profis besser kooperieren sollte. Wir können da vielleicht ein bisschen einen Deal machen, dass ich jetzt ein bisschen was zahle, weißt du, und so. Ne? Und was dann vielleicht denn? Nächsten Monat oder so, oder zwei Wochen. Ne? Was haben Sie denn? Also, dass er angemessen ist, mit 50 Euro brauchen wir damit anfangen, weil der natürlich auch relativ sauer ist. Ja. 800 Euro kann ich ja gleich geben, okay? Passt das für euch? Hey, ich gebe es euch dann später, machen wir irgendwas Schriftliches, keine Ahnung, ich brauche noch was Kohle, Essen oder Benzin. Ja, oder nee, wir sind jetzt nicht, wir sind gar nicht Unmenschen. Dann machen wir 800 und dann. Das ist okay, und wie machen wir das Restliche oder so? Ja, also in zwei Wochen kann ich euch den Rest bringen, in zwei Wochen. Dann gucken wir es bei uns im Büro vorbei.
Es ist schon ungewöhnlich, dass jemand einfach so 800 Euro aus der Tasche zieht. Ist in dem Fall jetzt aber für uns positiv. Immerhin, die Inkasso-Profis treiben fast ein Drittel der Forderung ein. Okay. So, dann haben wir die Geschichte erledigt. So halbwegs jetzt. Wenn sie noch kommen in zwei Wochen, dann haben wir es ganz erledigt. Genau. Ich komme sicher. So. Jetzt, okay, ja. Da geht's raus, ja? Genau, vorne rechts. Also bitte. Okay. Super, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Wir sehen uns dann im Büro dann. So. Alles Wiedersehen. Mach's gut dann, ne? In zwei Ciao. Wochen dann, genau. Es ging schon relativ schnell, dass er das Geld parat hatte. Allerdings sind wir das schon auch gewöhnt, dass das mal hin und wieder vorkommt, dass die Leute dann so ein Bündel aus der Hosentasche ziehen, woher auch immer. Aber das kommt durchaus vor, wo man es gar nicht erwartet oft auch. Zwei Wochen später hat der Schuldner tatsächlich die restliche Summe bezahlt.